Hello. Guten Tag. Ja, hier sind wir. Live vom Foundation in Trier. Ja, genau. Und eine Einladung für euch, anders mit euch selbst und anderen umzugehen. Wir wurden oft gefragt, wie macht ihr das miteinander? Und ich habe gerade den Jürgen gefragt, wie machen wir das denn miteinander? Also das Spannende war für mich, Ich muss sagen, Jürgens Antwort war zuerst, ich weiß es nicht, wir machen es einfach. Also ich habe gar keine Antwort gehabt und genau das ist auch, was in Partnerschaften geht. Es geht nicht um Antworten, sondern es geht immer darum, in der Frage zu sein. Und ob das jetzt Partnerschaften sind mit Lover, Partnerschaften sind mit Beziehungen, geschäftlicher Art, es geht immer darum, einfach in der Frage zu sein. Ja. Und es geht darum, sich niemals kleiner zu machen, sondern immer das du selber Punkt. Zu sein. Ja. Aber das ist der Punkt. Ich meine, wenn ihr mal schaut, was habt ihr für Beispiele da draußen, was Beziehungen betrifft, Geschäftsbeziehungen, Liebesbeziehungen, Familienbeziehungen? Geht es da um gegenseitige Ermächtigung? Oder geht es da um, wie klein muss ich mich machen, dass ich in die Box vom anderen passe? Ja. Und dann verwendet man das als Referenzpunkt für alle Beziehungen. Ob das Liebesbeziehungen sind, familiäre, Businessbeziehungen. So, was habt ihr für Referenzpunkte oder jetzt mal das Neue, was habt ihr für Basen? Nicht die Tanten. Was habt ihr für Basen für eure Beziehungen, die euch nicht dienlich sind? Ganz, ganz, ganz viele. Ich weiß nicht, wie der Jürgen und ich uns kennengelernt haben. Da war so da war für uns beide so die Energie. Also ich habe so viele Männerbeziehungen gehabt, wo ich gesagt habe, ich will das nicht mehr. Also ich will es gar nicht mehr. Und dann haben wir uns kennengelernt und dann war das so eine Energie von, oh, der ist aber schon, das wäre schon genüsslich. Und dann war in meiner Welt, nee. Ich habe so viele Referenzpunkte, so viele Basen gehabt mit Beziehungen, wo ich überhaupt keine Lust mehr gehabt habe, irgendwas Neues anzufangen. Und bei mir war es genau das Gleiche. Genau so, ja. Ich habe auch gar keine Lust mehr gehabt, überhaupt nicht. Und, aber diese alten Referenzpunkte haben uns auch so veranlasst, überhaupt in der ersten Zeit einander überhaupt nicht ranzulassen. Ne? Weil für mich war das so Beziehung, jemanden in mein Leben zu lassen. Ich kannte nichts anderes als, ich muss mich jetzt kleiner machen oder ich muss den therapieren. Ja? Das war auch so, ich muss ihn retten, oder ich muss ihn oder ja, ich muss ihn therapieren. Und für dich war es ja mit Frauen genauso. Und es war einige Zeit lang, wo ich den Jürgen irgendwie gar nicht so richtig in meine Welt lassen konnte. Und ich kenne viele, denen es so geht. Ne? Also wir fragen nach was Nährenden. Wir fragen, was braucht es, dass da was Nährendes in mein Leben kommt? Menschen, Möglichkeiten. Wir fragen danach. Und dann ist die Frage, aber lassen wir es auch rein? Ja? Lässt du das, wonach du fragst, auch in dein Leben rein? oder fragst du nur danach? Weil die Sache ist, um jemanden reinzulassen, wie zum Beispiel ich den Jürgen, es hat von mir verlangt, dass ich meine Barrieren senke. Es hat von mir verlangt, dass ich mir etwas gönne, dass ich mir was Feines gönne, was ich mir davor nicht gegönnt habe. Ich war immer die, ich muss geben, ich muss liefern, ich muss retten, ich muss therapieren. Aber dass ich empfangen kann, das war für mich irgendwie total was Neues, dass mir jemand was Feines, Gutes tut, das war so. Hä? Kann ich mir nicht vorstellen. Und für mich war es immer kein Tanz miteinander, sondern Tanz gegeneinander. Und ein Tanz miteinander ist, wo du deine Fähigkeiten anerkennst und die Fähigkeiten von deinem Partner, sei es geschäftlich, sei es privat, sei es Love, egal was, einfach die Fähigkeiten anerkennst. Und wenn du und wenn du deine Fähigkeiten und die Fähigkeiten des Partners anerkennst und nutzt, dann kann da was entstehen, was der Planet noch niemals gesehen hat. Wow. Und das ist auch so die Kunst. Ich meine, was man jetzt im ersten Schritt mal loslassen könnte, ist alle Referenzpunkte, die man mit Beziehungen hat, die für einen nicht mehr funktionieren. Und sich dann fragen, ja, aber wie hätte ich es denn gerne, wenn ich wirklich voll wählen würde für mich?
wen und was hätte ich gerne in meinem Leben? Für meine geschäftlichen Dinge, Kreationsbeziehungen, Liebesbeziehungen, Freunde, ja? Wie hätte ich es denn gerne mit meinen Freunden? Ich meine, die meisten von uns haben eigentlich gar keine Klarheit, was wir wirklich wollen. So, das ist mal der erste Schritt, sich diese Klarheit zu verschaffen. Was will ich denn überhaupt? Und der nächste Schritt ist, erlaube ich es mir? Erlaube ich mir wirklich ehrlich dieses Nährende? Was müsste ich wählen und an mir ändern und erlauben, dass ich dieses Nährende, Heilsame wirklich für mich und meinen Körper und mein Leben reinlasse? Und diese Beziehungen, das muss ja kein Mensch sein, das können ja auch Tiere sein, die man oder Situationen, Geld, Möglichkeiten, die man in sein Leben reinlässt und nicht nur danach fragt. Ja? Und wie du sagst auch, sich nicht klein machen. Beziehung muss nicht bedeuten, ich verwende mein Gewahrsein gegen mich, weil das ist auch so ein Aspekt, wenn man irgendwie was mit Menschen zu tun hat, wie oft spürt ihr, wie die ticken, wie die drauf sind, und dann versucht ihr, in deren kleine Welt hineinzugehen, damit ihr gut für die seid, anstatt zu sagen, ich spüre, wie die ticken, was kann ich darüber hinaus sein, ja? Wo du dir erlaubst, den Ton anzugeben, wo du dir erlaubst, mit deiner Größe den Ton anzugeben, anstatt dich klein zu machen für die anderen, ja? Und das Spannende ist, wenn du wirklich dir erlaubst, diesen Ton anzugeben, welche Einladung bist du dann für den Gegenüber oder für deinen Partner? Wow. Das kreiert einfach mehr. Es kreiert mehr. Und wir haben oft gelernt gehabt, dass wenn wir uns kleiner machen, dass wenn man sagt immer, uns empathisch machen dem anderen gegenüber, nicht sympathisch, sondern das vielleicht auch, aber wenn wir uns dem Gegenüber empathisch machen, dass wir dann uns auf gleiche Ebene begeben. Aber wie wäre es, wenn wir all das mal weglassen und uns wirklich anschauen, wie können wir drüber hinausgehen? Wie kann es ein Tanz sein, dass du mal der Leader bist und der andere mal der Leader ist? Und darüber hinaus einfach für den Planeten wesentlich mehr kriegen. Ja, weil oft ist so in einer Beziehung, einer ist der Dominante. Also man hat so eine Rollenverteilung. Ne? Also wenn du schaust, deine Beziehungen mit deinen Kindern oder mit deiner Familie oder deinen Liebespartnern oder Kreationspartnern, man hat oft schon so eine fixe Rolle eingenommen. Anstatt, wie du sagst, zu tanzen, jedes Mal, wenn du eine fixe Rolle hast, wenn du sagst, ich bin der Dominante oder ich bin die, die sich zurückhält, ich bin die, die das einfach aushält, dann kann sich nichts verändern. Ja? Du hast eine fixe Beziehung anstatt eine Kreierung, ja? Wo man gemeinsam kreieren kann. Und jedes Mal, wenn eine Beziehung eine fixe Rollenverteilung hat, kann sie sich nicht verändern. Und anstatt zu sagen, wer ist jetzt dran zu dominieren, also oder zu anzuführen, zum Beispiel beim Jürgen und bei mir, ganz deutlich, wenn wir irgendwo unterwegs sind, und es geht um Orientierung, dann bin ich nicht die Person, die anführt. Ganz sicher nicht, weil dann landen wir nicht dort, wo wir landen möchten. Dann landen wir irgendwo in der falschen Richtung. Das heißt, in solchen Situationen weiß ich ganz genau, da ist der Jürgen dran. Ne? Dann gibt es Situationen, wo ich einen anderen Überblick habe, wo der Jürgen weiß, okay, jetzt ist die Susanna dran zum Leaden, zum Anführen. Und er hält sich aber nicht zurück deswegen. Und das ist das, was der Jürgen auch sensationell macht. Er hält sich nicht zurück. Oder wenn wir zum Beispiel ja, hier jetzt den Kurs halten. Ja? Ich halte den Kurs. Also ich bin so irgendwo jetzt, sagt man der Anführer, ja, wenn man so sagen möchte. Ein bisschen depper gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Ich halte den Kurs. Der Jürgen ist auch dabei. Der sitzt zwar ganz hinten im Kurs, aber macht er sich kleiner? Nö. Nö, gar nicht. Der Jürgen führt von, man sagt, der zweiten Reihe an. Und das habe ich tatsächlich gelernt. Das habe ich tatsächlich gelernt im Fußball. Der Jürgen war nämlich, ich darf es mal sagen, der Jürgen war mal professioneller Fußballspieler. Das wissen die meisten gar nicht. Oh yeah. Und da habe ich eine Rolle gewählt gehabt, die hieß Libero. Und Libero war immer derjenige, der von hinten das Spiel geführt hat. Also du hast genau gesehen, wann, wo ist wo, welcher Ball hin. Und wann hast du die Möglichkeit, einfach dein Team insofern zu führen, dass es einfach für die gesamte Mannschaft mehr kreiert. Auch wenn du nicht der ausgesprochene Teamführer bist, bist du trotzdem der Anführer von einer anderen, von hinten einfach. Ne? Und das ist auch so, was in Beziehungen eben diesen Tanz auch kreiert, wo du weißt, ich muss nicht immer die Papalatur, sagt man in Österreich, offen haben. Ich muss nicht immer, wie sagt man auf schön Deutsch, ich muss nicht immer das Maul offen haben. Ja, ich muss nicht immer das Maul offen haben
Und der viel redet, dominiert. Nee, 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 nee. Meine Damen, man muss nicht immer viel reden und laut sein, um zu dominieren. Man kann aus einer ganz anderen, sanften, ja, ganz anderen, ich sage jetzt mal Lady-Energie heraus, die Situation anführen, ohne jetzt der ausgesprochene Anführer zu sein. Also das gilt für beide. Und das ist einfach eine Kunst, wie man einfach die Situation, die Beziehung, so gestalten und kreieren kann, auch die Situationen, also Business-Meetings so gestalten kann, dass es einfach für alle funktioniert. Ne? Und wo du weißt, was braucht es von mir jetzt, dass da was weitergeht. Und stell dir vor, du hast ein Business-Meeting, wo du mit den Menschen zusammensitzt und genau weißt, wer welche Stärken hat. Oh, wow. Und was kreiert es, wenn nicht nur du das weißt, sondern auch deine Geschäftspartner wissen, was für Stärken sie haben? Und was ist dann möglich für dein Business weit über das drüber hinaus, was du bisher kanntest und anerkannt hast? Ja, weil oft geht es um die Schwächen, ne? Auf die Schwächen zu fokussieren. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Mensch, wir könnten da jetzt ewig drüber reden. wir haben das für uns echt die letzten vielen Jahre wirklich erforscht, wie kann man fein miteinander sein, sage ich jetzt mal. Wie kann man echt fein miteinander sein, wo das eine gegenseitige Ermächtigung ist, wo ich den Jürgen in dem, was er ist, empfangen kann und nicht ihn, restaurieren. Ja? Also viele Frauen nehmen ja ihre Männer als Restaurationsobjekt, oder? Kennt keiner. Was ja so gut wie nicht funktioniert. Ja, so, für mich war das so, wie kann ich den Jürgen einfach so empfangen, wie er ist, und wie kann ich das für mich nutzen und wie kann mich das stärken und umgekehrt? Ja. Und genau dazu möchten wir sehr, sehr viel und mehr euch darüber berichten. Nämlich einladen. Am 12. November starten wir mit einer zweiteiligen Call-Serie. Zwei Calls. Und der Titel ist, ist nur im Englischen Kopf, der Tanz, also das Erlauben, der Tanz in Beziehungen. Ja. Und welche Möglichkeiten das öffnet. Sorry, aber ich merke mir nie meinen eigenen Titel. Aber einfach diesen Tanz der Beziehungen zu erlauben und diese Möglichkeiten, die daraus entstehen. Genau. Wir freuen uns riesig. Bis bald. Ciao. Tschüss.